In der Stadt herrscht das Konglomerat uneingeschränkt. Alle einfachen Bürger wurden zu bereitwilligen Sklaven gemacht, verlockt zu einem endlosen Sterben. Streben. Alter, so schnell kann doch kein Arsch lesen. Ranner arbeiten als Kuriere und Fassadenkletterer. Die Dächer gehören ihnen. Solange sie die Obrigkeit nicht offen herausfordern, sieht das Konglomerat über ihre Aktion hinweg. Konglomerat. Konglomerat klingt besser. Fast zwei Jahrzehnte lang blieb der Status quo erhalten. Aber nicht mehr lange. Ich laufe für Sie, Dogen, aber Noah darf nichts davon erfahren. Du schuldest mir eine Menge Geld, Faith. Ich erwarte, dass du dein Versprechen einhältst. Voranzubringen. Als zukünftiger Mitarbeiter eines Unternehmens Ihrer Wahl sind Ihre Möglichkeiten grenzenlos. Nutzen Sie Ihr Potenzial. Der Schlüssel zum Erfolg sind harte Arbeit und unermüdlicher Einsatz. Als Mitarbeiter wird von Ihnen erwartet, dass Sie Ihre Talente einbringen. Letzter Tag, ne? Ich dachte, du bleibst für immer hier, Zecke. Arbeit wird belohnt. Oder hättest du gern noch mal 3 Monate? Es wäre so einfach. Persönliche Freiheit hat ihren Na los, Platz. Gehen wir. Der Tag ist noch lang. Miststück. Erwartet, dass jeder Mitarbeiter etwas zum Erfolg seines Unternehmens beiträgt. 12 Monate Haft, sowie weitere 9 Monate für verschiedene Fälle von Insubordination. Freilassung unter diversen Auflagen bewilligt. Also, wenn es nach mir ginge... Gesetze dienen ihrer Sicherheit. Achten Sie auf Regelbrecher in unserer Mitte. Sie müssen sich unverzüglich eine Anstellung suchen und werden ständig via Gridlink überwacht. Sollten Sie nach 14 Tagen noch ohne gültige Anstellung sein, werden Sie in einer Einrichtung in den Greylands überstellt. Verstehen Sie diese Auflagen? Lass mich einfach hier raus. Harte Arbeit zahlt sich aus. Die Umkleide ist links, Zecke. Dogen lässt dich grüßen. Genieß deine Freiheit. Okay. Okay. Oh. Hier sollten wir nicht aufmucken, aber ich möchte ihm auch nicht zuhören. Ganz ehrlich, erst geritzt 5000 Minuten lang in Haft durch ihn, ja? Hier, mach mal die Tür auf, Junge. Ja, was ist los? Achso. Machst hier gar nichts, Junge, du bist wertlos. So. Hier raus? Ja, geht doch. Wenigstens einer, der freundlich war. Oh, ich sehe rote Türen. Fällt mir schon mal. Ist jemand, der guckt? Hey! Faith! Hier rüber! Ich bin Icarus. Noah schickt mich. Das könnte jeder behaupten. Du musst mir einfach vertrauen. Hier, nimm das. Ich will von der Straße runter. Ein Beatlink? Aber... Leg es an. Es muss vernetzt und kalibriert werden. Noah brennt darauf, mit dir zu sprechen. Tut er das? Was zum Teufel? Komm schon, wir müssen weiter. Guck mal, da kriegen wir eine Karte, wir wissen, wie das Wetter ist.
Menschen im Ursprung, den sie benötigen. Kaufen Sie Rival. Setzen Sie ein Repulsor. Schicke Gegend. Ihr kompetenter Partner bei der Organisation Ihres. Also hier lieber zu Ende kalibriert wird, macht er hier. Oh, das hätte ich fast vergessen. Dein Gridlink muss ab. Es verursacht die Interferenzen. Und das sehen die Mitarbeiter ständig? Ja, du bist wohl nicht geläutert genug, um es zu genießen. Ich bin gar nicht geläutert. Das war's. Du bist raus aus dem Bild. Nice. Dein Verschwinden wurde bemerkt. Oder auch nicht so nice. Okay. Das ist easy. Lauf mal vor, Junge. Ich folge dir. Zeig mal. Alter. So, und damit herzlich willkommen zu Mirror's Edge. Der war nice. Zu Mirror's Edge, ne, Mirror's Edge, Catalyst. Wir treffen uns dann weiter vorne. So viel, aber Styler. So machen wir das schon mal. Hier geht's aber hoch. Hier machen wir einen schönen Wall drüber. Zack, oder springen wir einfach hoch. Ich kann alles, was ich will, machen wieder. Ich bin doch schon dabei. Sliden. Sie sind offenbar wild entschlossen, Fate aufzuspüren. Darauf sind wir vorbereitet. Faith, du müsstest bald zu einem alten Lagerhaus kommen. Sobald du drin bist, sehen wir weiter. What? Und dabei habe ich gerade so einen lässigen Abgang gemacht. Leichter Nahkampf. Ja, ich glaube. Nein, das kriege ich hin. Ja, ist klar. So wie du da mit der Hand rumfuchtelst, Junge, dann gebe ich natürlich auf. Oder auch nicht, Junge. Komm her, kriegst ein paar auf die Fresse. Das war sexy. Achso, warte mal. Nein, du sollst hier nicht hoch, du sollst da rein. Warte mal, hier Tür auf. Ah, geht doch. So, hat lang gedauert, bis wir es spielen, nach dem ersten Teil. Vielleicht mir jemand sagen, was zum Teufel hier vorgeht? Sie wollten dich in einen Greyland Fooddog schicken, also mussten wir handeln, Faith. Die Entfernung deines Gridlings macht dich zu einer Flüchtigen, aber wir haben einen Plan. Letzte berühmte Worte. Echo durch das Lagerhaus. Icarus wird sich auf der anderen Seite mit dir treffen. Bis dahin sollten sie die Verfolgung auch abgeblasen haben. So. Vorausgesetzt, du schaffst es durch das alte Gebäude. Ich bin ja mal sehr gespannt, ob die berühmte Faith wirklich so gut ist, wie alle behaupten. Ich bin sogar noch besser, Junge. Icarus, natürlich schafft sie das. Oh, dein Beatling wird währenddessen kalibriert, Faith. So. Nur noch mal zur Info für diejenigen, die es nicht wissen, woher wir wissen. Mich hat es nämlich auch überrascht. Ja, so jetzt mal gut. Hartnäckiger, als ich erwartet hatte. Phoenix Carpenter? Ja, Dogen hatte sie mit einem gefälschten Blueprint ausgestattet, als sie geschnappt wurde. Ich habe ihn als Rückversicherung in ihr Beatlink übertragen. Er könnte uns später noch nützlich sein. Es ist keine Fortsetzung von dem ersten oder auch kein Prequel. Alter, jetzt ist doch mal gut. Ich schätze, Kasek meint es ernst. Lauf einfach weiter. Sondern es ist ein Reboot, das heißt, es wird so getan, als würde Mirror's Edge 1 nicht existieren. Ist ein bisschen schade, aber man kann ja nicht alles haben. Nun gut, konzentrieren wir uns hier drauf und bam, auf an der Tür. Danke. So. Verändert, seit du geschnappt wurdest, Faith. Krugers halt greift jetzt selbst bei Bagatelldelikten rigoros durch. Wuhu, schicke Beine. Nice. Ja, es ist im Moment bestimmt alles andere als leicht, ein normaler Mitarbeiter zu sein. Ich habe beinahe schon Mitleid mit ihnen. Sie haben sich vor langer Zeit für dieses Leben entschieden, Icarus. Ich habe L2 gehalten, Jung. Da habe ich auch L2 gehalten. Ich habe Carpenter gefunden. Keine Alter, Junge. Du hast den Scheiß hast du gefunden. Penne. So. Toll. Er wollte einfach nicht aus dem Weg gehen. Und jetzt wissen sie, dass du hier warst. Ja, was willst du machen? Keine Wahl. Klar, wir müssen hier weg. Nimm besser einen anderen Weg zum Everdyne Tower. Wir trennen uns wieder. Lenken Sie ab. Schaffst du es bis rüber zu diesen Rohren? Na doch. Gut. Dein Beatlink sollte inzwischen kalibriert und deine Runner Vision aktiv sein. Folg einfach dem Rot. Wir treffen uns dann beim Tower. Gehen wir. Die gute alte Runner Vision. Auf geht's. Auf geht's. Lass mich keinen Scheiß machen. Ist abgeschlossen. Drücke 3, um die Runner Vision Impuls auszusetzen. Zeig mal hier. Oh, wow. Als ob ich das nicht alleine geschafft hätte. Mädel, halt dich fest. Alter.
darfst nicht drüber lästern, dann lässt sie gleich eiskalt los. So ist sie drauf. Yeah! Okay, gut. Das hätte ich jetzt natürlich nicht wissen können, dass man da runterfallen kann. Das kann ja aber vorkommen. War doch easy. Ja. Sondern die Strecke war einfach zu einfach für mich. Er hat ganz schön lange Ladezeiten, ja. Ganz schön lange Ladezeiten. Er wählt das Gefühl, man... Ich wollte gerade sagen, man drückt jetzt noch weniger als vorher, aber anscheinend muss man auch ein bisschen mehr Skill haben als vorher. Ich merke das schon. Gibt bestimmt wenig Leute, die an dieser Stelle sterben. Nein, erst muss es immer geben. Auch hier wieder, ich hoffe, es ist mit der Lautstärke okay. Dann versuche ich noch so ein bisschen auszupegeln. Nice, so habe ich mir das zwar nicht gedacht, aber war ganz ziemlich cool, wenn du mich fragst. Okay, ich weiß nicht, was passiert ist. Aber es war ziemlich cool. Woo! Das war knapp. Ach, das war nicht knapp, das war cool. Da gibt es zwei Unterschiede, ja. Knapp machst du Glück, ja, wenn etwas cool ist, dann hast du Skill. Okay, gut. Sobald ihr da seid, Alter, habe ich eine Kleinigkeit für euch. Viele bunte Smarties. Dave, du bist auf dem Weg zu einem Bürogebäude, das sich gerade im Bau befindet. Das ist ein guter Ort, um sie abzuschütteln. Ach, Mensch, ich habe festgestellt, ich halte gar nicht R2, L2, ich halte die ganze Zeit R2. So, komm her, Junge. Auch ein Junge. Hab ich nicht vor. Ich laufe doch nur weg. Das ist doch kein Widerstand. Ich wehre mich ja nicht aktiv. K-Stack hat gerade einige Einheiten in Everdyne Tower abgesetzt. Das sind schon ziemlich geil, die Moves. Verdammt. Okay. Das gibt es nicht. Lauf zum Orion-Gebäude, Faith. Das Ganze in der Nähe. Icarus, du triffst dich dort mit ihr. Bin schon unterwegs. So. Die Steuerung ist wieder, wie auch beim ersten Teil, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das heißt, man wird wohl häufig sehen, wie ich mich auf die Fresse pack. Das, was ein bisschen merkwürdig ist, der Breakfall ist, wenn du springst und dich dann abrollst. Yeah! Und der Breakfall ist der Move, den du erst noch erlernen musst. Das ist ein bisschen ungünstig durchdacht, möchte ich nur mal anmerken. Ach, letzte berühmte Worte, Mädel. Ja, du, zumindest vorerst. Wie es scheint, bist du in den 2 Jahren im Knast sogar noch besser geworden. Na klar. Dass du das Orion-Gebäude erreichst. Wuhu. Der Move ist allerdings ziemlich sexy. Ah. Da chillt der Typ schon wieder. Wer bist du eigentlich? Seit wann gehörst du zur Kabale? Seit etwa einem Jahr. Ich bin in ihr aufgewachsen. Also hör auf, mir blöd zu kommen. Du wurdest geschnappt und du hast nur eine Menge Sorgen bereitet. Du weißt nicht, was passiert ist. Ich hab den Zaun jetzt zu laut gemacht, was? Und ich weiß, ich bin schneller und vorsichtiger als du. Na, warte mal, mach ich. Bist du schon bei Orion? Ah, warte mal, warte mal. Gemeinsam mit dem Neuen und seinem riesigen Ego. Schluss damit, alle beide. So, ich denke, das ist besser. Der einzige Weg führt durch den Everdyne Tower. Und da K-Sec dort ist, müsst ihr kämpfen. Icarus, lad die Kampfmod auf Faith Speedlink. Okay, erledigt. Gut. Faith, nutzt die Mod, um deine Kampffähigkeiten aufzufrischen. Ich hoffe, gehofft, das wäre nicht nötig, aber wir haben wohl keine Wahl. Keine Sorge, Noah. Ich schaff das schon. Warte mal. Warte mal, wie war denn die Einstellung vorher? Scheiße. Ein kleiner Moment, ich hab's gleich. Nein, das ist okay. Ah, ja, ich glaube, so war's voll. Okay. Alles gut. Bam, Junge. Ich kann von hier aus nachverfolgen, wie du dich schlägst, Faith. Lass uns anfangen. Denk daran, deine Umgebung zu nutzen. Wenn du deinen Gegner zum Beispiel in ein Geländer trittst, wird er das definitiv spüren. Sei kreativ. Okay. Variiere deine Angriffe, um K-Sec keine Möglichkeit zu geben, deine Aktionen vorauszuahnen und zurückzuschlagen. Was soll ich denn jetzt hier machen? Mal sehen.
Was ist das gegen das Geländer treten? Noch besser ist es natürlich, wenn du einen Gegner gegen einen anderen schleuderst. So erwischst du zwei auf einen Schlag. Warte, hab ich doch voll gemacht, oder was? Natürlich kein Scheiß, Junge. Ich glaube, diese ganzen geilen Moves. Mach mal Tür auf. Die wir hier sehen, werdet ihr wohl nur in diesem kleinen Tutorial sehen. Okay, Funk, es ist ein bisschen ruhiger geworden, aber sie wissen, dass du da irgendwo bist, Faith. Und sie wissen auch, dass du durch den Tower musst, um zu entkommen. Das wissen sie. Könnten wir nicht die Straße nehmen? Wir gehen niemals nach unten, solange es sich vermeiden lässt. Das weißt du ganz genau, Chris. Ja, ich weiß. Das fand ich so cool. Ah, Mensch. Ja, geht doch. Da wollte er sich beim zweimal nicht treten lassen. Ab in die Eier. Er ist nur voll gegen die Leiter gerannt. Nein. Nice. Sehr gut, Faith. Weiter so. Also es gibt schon ein paar sexy Moves. Mir fällt auf die Phrase gepackt, aber warum? Welchen Unterschied würde das machen? Lies dir einfach mal die Familiengeschichte des Hauses durch, Icarus. Dann weißt du wieso. Ja, Junge, lies doch mal. Ah, guck mal hier. Da müssen wir skillig sein. Das ist nicht mehr einfach. Boom! Wie auch immer das physikalisch möglich war, sah cool aus. Gegen Echos. Aber was dich erwartet, sind echte Gegner. Unterschätze sie nicht, Faith. Ich will das Tutorial nicht wiederholen. Mal Tür auf. Du warst schon immer eine gute Kämpferin, Faith. Du kriegst das hin. Aber bevor wir durch diese Tür gehen, gibt es an dieser Stelle den Endscreen. Das war die erste Folge von Mirror's Edge Cataclysm. Dem Reboot des Mirror's Edge Franchises mit zwei Titeln. Warten wir ab, was in den nächsten Folgen passiert. Bis dahin, haut rein.